WTF. Servus und moin, meine Lieben. Heute reden wir mal über sexistische Werbung von heute. Ich habe letztens ein Video gemacht zu sexistischer Werbung von früher und das verlinke ich euch hier auf dem i. Da gab es den einen oder anderen Kommentar, der meinte, warum beschwerst du dich über Werbung von früher und Sexismus von früher? Sei froh, dass es das heute nicht mehr gibt. What? Aber die meisten von euch wissen, dass es heute leider auch immer noch Sexismus in der Werbung gibt und haben sich dieses Video hier gewünscht. Ganz viele. Deswegen gibt es das Video heute. Nur für euch. Letztes Mal habe ich nur englische Werbung genommen. Diesmal nehme ich ausschließlich Werbung, die vielleicht auch englisch ist, zwar eine englische Marke, aber auf jeden Fall auch bei uns in Deutschland zu sehen war, beziehungsweise bei uns in Österreich. Und wir starten mit einer Werbung von American Apparel. Das Interessante bei der Werbung ist, dass sie eher subtil ist. Ich glaube, dass viele Leute auf den ersten Blick so einfach denken, naja, ist halt Werbung. Naja, nackte Frauen, nackte Menschen, nackte Körper sieht man oft. Ich sag mal so, wenn die Frau angezogen wäre, dann wäre es vielleicht noch mal was anderes. Wenn der Mann nackt wäre, wäre es vielleicht auch noch mal was anderes. Es gibt das ein paar Probleme. Aber die Tatsache, dass der Mann steht und die Frau offensichtlich festhält und sie ja in eher einer unterlegenen Position ist. Sie ist nackt, zumindest sind ihre Beine nackt. Die Frau wird schon objektifiziert. Diese Werbung ist also subtiler Sexismus. Da lässt sich vielleicht auch darüber streiten. Ich bin gespannt, was ihr so argumentiert. Wir haben wieder ein Ranking. Es gibt 5 Sexismuspunkte. Das ist das Allerschlimmste. Und ich gebe für diese Werbung 2 Sexismuspunkte, weil da geht noch was nach oben. Ich würde den ganzen 3 Punkte geben. Ich finde, es ist eine sehr dominante Haltung, die eben nicht die Kleidungslinie von American Apparel für Frauen zeigt, im gleichen Maße wie halt für den Mann. Klar, wenn du eine Frau einbaust, solltest du sie anziehen, wenn der Mann schon angezogen ist. Aber es gibt viel sexistischere Werbungen von American Apparel. Die wollte ich noch nicht nachstellen, weil dann wäre ich nackt gewesen. Manche fragen sich jetzt vielleicht, ja, warum ist es eigentlich überhaupt relevant, was in der Werbung passiert? Ich schaue eh nicht auf die Werbung, die ist mir eh wurscht. Das, was wir sehen in der Werbung, das beeinflusst unser Bild, das wir von Männern haben, das wir von Frauen haben, das wir von uns selbst haben. Und deswegen muss man auch kritisch, finde ich, auf Werbung gucken. Letztes Mal kamen auch sehr viele Kommentare auf, bitte vergiss nicht, auf die Männer werden diskriminiert. Männer. Sagt der Mann hinter der Kamera. Ihr habt recht, wir dürfen nicht auf die Männer vergessen. Deswegen ist meine nächste Werbung eine Männerwerbung, in denen die männlichen Stereotypen ganz kokett auf die Schippe genommen werden sollen. So das Klischee, Männer haben keine Gefühle, sie schlucken sie runter. Gefühle sind übrigens nicht alles, was man schlucken kann. Liebe Männer, auch ihr könntet mal schlucken. Das ist ein anderes Thema. Es ist ironisch, es soll irgendwie kokettieren mit diesem Klischee. Ich weiß nicht, ob das so gut gelungen ist. Also ich würde es jetzt auch nicht als mega sexistisch bezeichnen, aber geil finde ich es jetzt auch nicht. Dass zum Beispiel auch bei der Entwicklung von Jungen ganz wichtig ist, dass Männer keine Gefühle zeigen dürfen und Jungs nicht feminin sein dürfen. Also ich glaube, wenn du nicht reflektierst drüber, sondern du liest es einfach, dann verstehst du es vielleicht auch falsch. Okay, alles klar, ich brauche so ein Bier, um es runterzuschlucken. Und denkst dir halt nicht so, lustig, okay, die spielen mit dem Klischee. Eigentlich ist das die Message, hast du schön auf den Punkt gebracht, genau. Verdränge mit Alkohol. Und darunter steht erfrischend sensibel. Also das ist wirklich, es ist schon, ja, es nimmt das auf die Schippe. Ich glaube, ich gebe für die Werbung einen Sexismuspunkt. Wir starten slow, Leute, wir starten langsam. Und du, Flo? Ich gebe dafür auch 3 Punkte, weil ich finde, dass genau über sowas patriarchale Strukturen gefestigt werden und eben Jungs gezeigt wird, ihr dürft keine Gefühle zeigen. Und das wirkt sich einfach systemstabilisierend aus. Deswegen ist es scheiße. Besonders die Meinung meiner männlichen Zuschauer wird mich mal dazu interessieren. Die nächste Werbung ist eine Werbung von Bee Gees, einer Unterwäschemarke. Ganz speziell für die Linie Curvy Cups. Positiv daran ist, dass es Werbung ist für Frauen, die nicht aussehen wie die super schlanken Models, die man sonst so sieht, sondern eben ein bisschen kurviger. Das finde ich auch gut. Und dann siehst du die Texte dazu und du denkst dir so, wer hat euch ins Hirn geschissen? Eine Frau ohne Kurven ist wie eine Jeans ohne Taschen. Du weißt einfach nicht, wohin mit deinen Händen. Also ich habe ja schon nicht so große Brüste, ich habe eine Freundin, die hat noch kleinere Brüste. Sie ist auch verunsichert damit. Was soll das heißen? Da will dann keiner draufgreifen oder was? Weil das nicht solche Kurven sind? Was? Ich finde, das geht gar nicht klar. Hier, dann haben sie noch einen Text, sie haben noch Frau soll Frau bleiben an den richtigen Stellen und echte Männer stehen auf Kurven, nur Hunde spielen mit Knochen. Das ist heftiges Bodyshaming. Der Sexismus dabei ist allerdings ein bisschen subtiler und zwar, eine Frau ist wie eine Straße und eine Frau wird quasi objektifiziert. Ich meine, das ist auch was, worüber sich streiten lässt. Ich persönlich finde das nicht so schlimm, da würde ich drüber hinwegschauen. Außerdem sollte man beachten, der letzte Teil, du weißt einfach nicht wohin mit deinen Händen, spricht ja eigentlich einen Mann an, spricht eigentlich die Männer an. Beziehungsweise es sagt mir als Frau, dass es ja wichtig ist, was die Männer über meinen Körper denken und was die Männer mit meinem Körper machen können. Und das
Finde ich schon sexistisch auch. Kleide mich doch für mich und mein Körper gehört mir. Da würde ich auf jeden Fall 5 Punkte geben, 5 Negativpunkte. Diesmal würde ich mich dir anschließen. Für mich geht diese Werbung halt überhaupt nicht. Die nächste Werbung ist wieder eine Männerwerbung. Und das ist, finde ich, ein geiles Beispiel dafür, dass Männer auch sexualisiert werden können. Wir sehen zwei Frauen kichernd und hinter ihnen einen Mann stehen. Und die eine sagt zu der anderen, ich sag doch, du solltest mehr Bus fahren. Ist sein Arsch nicht geil? Es gibt mehrere Probleme. Man sieht einmal nicht das Gesicht des Mannes, man sieht wirklich nur einen Ausschnitt seines Körpers. Also seine Muskeln, die natürlich irgendwie auch erotisch sein sollen, sexy. Und seinen sexy Hintern, anziehenden Parts. Du willst die ausziehen, ja. Ich glaube, die Mädels wollen die auch ausziehen. Ja. Der Kreis ist übrigens nicht in der Originalwerbung so gewesen. Die habe ich von der Seite, die männerfeindliche Werbung postet. Einmal wieder dieses Klischee, ein echter Mann muss stark sein, was natürlich jetzt einem jungen Mann vielleicht das Gefühl vermittelt, wenn er anziehend und sexy sein will, dann braucht er ordentlich Muckis und einen nassen Arsch. Ich finde die Werbung schon ziemlich sexistisch, muss ich sagen. Ich weiß, es ist nicht ernst gemeint, es ist nie ernst gemeint, bla bla bla. Außerdem sind die Frauen sehr elegant gekleidet, sie wirken gut situiert, versus dem Kerl, der leger gekleidet ist und es wirkt so, als würden sie über ihm stehen, was ein Machtgefälle aufmacht. Und das wiederum macht es eben sexistisch. Mich würde interessieren, was denkt ihr zu der Werbung? Was denkt ihr zu allen Werbungen? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich mache hier auch ein paar Umfragen. Ich würde tatsächlich für diese Werbung 4 Sexismuspunkte geben. Ja, was gibst du? Ich würde aufgrund dessen, dass die Frauen halt auch sehr klischeehaft dargestellt werden und eben so kichern und quasi die unsicheren Frauen sind, deswegen würde ich das wieder mit 3 Punkten bewerten, weil es in beide Richtungen geht, aber ich finde, es hat noch einen gewissen Humor insofern, dass es quasi versucht wurde umzudrehen. Die nächste Werbung ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2007. Die ist in keiner Hinsicht gelungen. Es ist echt krass, weil es sieht wirklich aus wie eine Vergewaltigungsszene, finde ich. Die ganzen Männer, wie sie so bedrohlich auf die Frau gucken und dem einen Mann zugucken, wie er sie runterdrückt. Ihr Gesichtsausdruck ist ja total schwach und hilflos. Ich habe nur 3 Buchstaben. WTF. Zu dieser Werbung kann ich nur sagen, 5 Sexismuspunkte. Und du? Ich finde, aus einer BDSM-Perspektive kann das eben auch einfach konsensualer Sex sein. Ich finde ihren Blick nämlich nicht so eindeutig schwach, sondern ich finde, der könnte auch was anderes sein. Als Werbung für Klamotten oder Parfüm finde ich es absolut nicht gelungen und würde deswegen auch 5 Punkte geben. Okay. Die nächste Werbung ist eine alte Kampagne, wieder neu aufgefrischt aus dem Jahr 2017 von Palmers, einem österreichischen Unterwäschehersteller. Wir haben eigentlich immer ein super Image gehabt und dann kam diese Werbung, sie haben sie auf Facebook gepostet, für Ostern. Es ist ein Riesenskandal losgetreten, ich lese euch kurz ein paar Kommentare vor. Jana Herwig hat geschrieben, was ist das, ein Storyboard für einen kranken österreichischen Sexualmord-Thriller? Alexander Kunikowski, über Geschmack lässt sich natürlich streiten, aber hierbei geht es nicht darum, welche Farbe dieses Jahr en vogue ist, sondern ob ein Unternehmen mit am Boden und mit im Dreck liegenden, zur Schau gestellten, im Sex-Trafficking-Style dargestellten jungen Mädchen Werbung machen sollte. Fail. Also das Bild erinnert einfach an Menschenhandel, die Mädels sind in einer sehr unterwürfigen, devoten Position, in einer hilflosen Position. Was soll dieser Dreck da vorne? Warum liegt da Erde rum? Ich weiß nicht, ich finde es sehr merkwürdig, ich finde es auch wirklich gar nicht ästhetisch, ich verstehe es nicht und ich finde es auch ein bisschen gruselig. Es hat einen Riesenskandal gegeben, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Die Corinna Milborn hat gepostet, erinnert sie an ihre Recherchen zum Menschenhandel. Daraufhin hat der Stratosphärenspringer Felix Baumgartner auf Facebook geantwortet und hat gesagt, ach, du bist doch nur neidisch, weil du nicht so einen Körper hast wie die. Das hat dann wirklich einen Riesenskandal gegeben, weil nein, darum ging es überhaupt gar nicht. Was hast du gesagt? Der hätte besser da oben bleiben sollen, oder? Ja. Also, was hat sich der dabei gedacht? Unmöglich, wirklich. Dass der Felix Baumgartner in dieser ganzen Geschichte der größte Sexist aller Zeiten ist, muss ich sagen, gebe ich 5 fette Sexismuspunkte allein für seine Aktion. Ich schließe mich dem Ganzen an. Ich finde sowohl die Werbung völlig daneben. Ich weiß nicht, was da irgendwie an Ostern erinnern soll. Ich weiß nicht, was die weg sollen. Ich verstehe es einfach nicht. Auch. Und dass sich dann auch noch so ein privilegierter Arsch erdreistet zu sagen, hey, das ist doch voll eine tolle Werbung. Sei mal still, Frau. Man muss einfach nur noch lachen. Vor Entsetzung. Ich freue mich auf Diskutieren mit euch in den Kommentaren. Und hier gibt es noch weitere interessante und coole und lustige Videos. Einfach vorbeischauen.
Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Einfach draufklicken. Ja. Mussi, baba.